Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Spellforce 2. Ja, Spellforce 2 Shadow Wars. Ja, genau, Shadow Wars, was? Entschuldigung Leute, ich bin gerade etwas draußen gewesen. Wir sind zurück auf der Westwehr und wollen unser Heim ein bisschen ausbauen. Fragen wir Ulrecht, was wir machen können. Untote greifen uns an. Ihr müsst uns schützen. Sie kommen von den Ruinen im Nordwesten. Irgendein fauler Zauber hat sie belebt. Ihr müsst ihren Ursprung finden und ihn zerstören. Oder die Westwehr wird nie wieder Ruhe haben. Ah ja, richtig. Warum bin ich nicht überrascht? Ach richtig, weil wir das vor ein paar Folgen schon mal hatten. Warum habe ich keine Gegenmaßnahmen ergriffen? Weil... Shit happens. Nur, dass uns dieser Shit in dem Fall jetzt richtig wehtun kann. Wir brauchen... Metall. Sind hier noch nicht irgendwo noch diese Lönian-Pflanzen? Nein. Silber oben aufgebraucht. Lönian-Pflanzen gibt es, glaube ich, nur noch hier welche. Bauen wir es da. Ich hasse es, wenn ich so die Sachen in den Weg stelle. Cool, wir haben auf jeden Fall schon mal den Levelvorteil für uns. Das ist doch auch schon mal ein Anfang. Und während wir mal drüber hoffen, dass unsere Truppen jetzt nicht hier alle drauf gehen, weil wir haben nur zwei Druiden dabei, also zwei Heiler. Ja, unsere Heldeneinheiten haben zwar auch Heiler dabei, aber... Oh! Ihr sammelt euch mal hier! Und ihr Helden geht mal in den Angriff über. Scheiße, ich habe keine Einheiten, die wiederbeleben können. Schwarze Magie, Resistenz und ich greife schwarze Magie an, okay. Dann eben Elementar... Okay, wir sind tot. So, jetzt der Turm ist noch weg, während... unsere Helden sich mal etwas weiter ins gegnerische Lager vorwagen. Die sollen da hinten den... Nee, wir machen was ganz anderes. Wir reduzieren erstmal die Anzahl an Einheiten, die sie herholen können, indem wir hier den das Gräberfeld niedermachen. Wo ist die Elemente? Scheiße. Oh. Und während ihr euch hier um die Versorgung kümmert, reißen wir hier hinten die Versorgung ein. Hm.
haben wir noch Silber und da oben rennt auch ein Skelett hin. Da müssten wir also auch noch irgendwas haben. Moment. Niedere Skelette spawnen doch normalerweise nur im Mausoleum. Naja, egal. Wir reißen jetzt hier die Schmelze ab und sind damit dann einen weiteren Versorgungsteil los. Unterstützt mal Schattenglied da. Sorg mal dafür, dass unsere Gegner hier nicht unsere Healer ausbalancieren, dass wir eine Balance halten, dass keine unserer Einheiten drauf geht. Weil wir haben seltsamerweise bisher noch keine einzige Einheit verloren, was mich ein bisschen stolz macht, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen wundert. Nur ein einziger von denen sammelt? Naja, egal. Bauen wir da mal ein Türmchen hin. Und hier hinten haben wir noch mal Stein, also hier. Das passt alles ganz gut zu unseren schwindenden Reserven, würde ich sagen. So, haben wir jetzt schon Ruhe? Noch nicht ganz, aber so gut wie. Schwarze Magieresistenz, Hypnose. Na gut, Hypnose werden wir jetzt wahrscheinlich nicht so oft benutzen, aber trotzdem. So. Hier und da ein. Hier ein. Ihr räumt das da mal weg. Wir bauen hier hinten möglichst mittig ein weiteres Haupthaus. Für die Frage warum, einfach weil. Ich meine, es ist eine super Gegend hier oben. Jungs? Muss ein Glitch gewesen sein.
So, jetzt stelle ich euch mal in Standby. Ihr seid auch noch nicht so weit. Aber das Gelatsche dauert nicht so lange. Auf nach Westheim. Und wir lassen ihn reden. Während wir hier den Turm ausbauen. Können wir vielleicht einen Heiler? Genau. So, mal schauen, ob wir die Materialien schon zusammen haben. Nidhalfs Stärke. Ich habe ein Schriftstück zur Waffenschmiedekunst gefunden. Haha, da lacht das Zwergenherz. Habt ihr... Noch nicht. Leider nein. Dann mal los. Du hast einfach reden. So. Ich habe so das Gefühl, dass das vielleicht noch nicht die beste Idee ist, den jetzt zu fragen, was man als nächstes machen kann. Wir fragen jetzt erstmal Kara, was sie so hält, von der Sache hält. Ach, es ist so schön, wieder zu Hause zu sein. Echt? Noch Gromp hier möchte gerne ebenfalls seine Dankbarkeit zeigen. Scheiße, ich habe jetzt was übersprungen, was ich eigentlich euch hören lassen wollte, aber... Shit happens. Er wäre sicher eine gute Abschreckung. Ich meine Wache, ja. Er wäre sicherlich eine gute Abschreckung. Ich meine Wache. Gromp ist einverstanden. Er wird euren Besitz bewachen, als wäre es sein... nun, das wollt ihr nicht wissen. Okay. Ah, ihr seid es. Womit kann ich euch dienen? Wir haben deine Tochter gefunden. Eure Tochter wurde gefunden. Danke, euer Herrschaft. Ich stehe tief in eurer Schuld. Das gesamte Ich werde es euch zurückzahlen. Ich werde euch die prächtigsten Bauwerke in die Westwehr zaubern. Wenn euer Herrschaft die Baumaterialien liefert. Versteht sich? Ah, ihr seid es. Womit kann ich euch dienen? Mit nichts, wie es aussieht. Okay, da Panzerung hin. Hier ist die Elfenerweiterung ran. Ich frag mich schon ein bisschen, ob es nicht Zeit ist, die vielleicht doch Utrecht zu fragen, ob, was er als nächstes hat. Ich habe aber das Gefühl, dass wir das vielleicht nicht überleben. Schauen wir mal. Also ich laufe jetzt schnell zu Utrecht und speichere kurz dazwischen, damit wir wissen, wenn was Böses passiert oder was Schlechtes passiert, dass... ja, dass es da keinen Ärger gibt für uns. Weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust, jetzt dann das die ganze Invasion von den Skeletten nochmal zu machen. Also, bis gleich. Und wir fragen Utrecht. Was können wir tun? Und was kann ich für die Westwehr tun, Utrecht? Von daher habe ich eine besondere Bitte. Lasst uns ein Denkmal errichten. Ein Zeichen für den neuen Geist der Westwehr. Gebt es bei Varad, dem Baumeister, in Auftrag. Er soll sein Bestes geben. Und noch etwas, euer Durchlaucht. Unser neuer Reichtum wird so manch düsteres Gesindel anziehen. Leider. Ihr solltet unser Heer auf 60 Mann vergrößern. Ja, okay, also das kriegen wir hin. Das mit den 60 Mann, meine ich. Also die Hälfte haben wir fast. Ihr seid es. Womit kann ich euch dienen? Denkmal! Ich möchte ein Denkmal im Dorf bauen lassen. Guter Gedanke. Ich habe auch schon ein Motiv, aber es wird nicht billig.
Ich benötige 1000 Steine, 500 Goldstücke und 10 Brocken Kalkstein und 10 Brocken Ton. Haben wir schon alles. Geil. Also weiter. Sehr gut, euer Herrschaft. Wenn ihr uns das nächste Mal besucht, ist es fertig. Versprochen. Juhu. Mal schauen, sind wir schon pleite? Ach, knapp. Also noch ein Denkmal könnten wir uns, würde ich mir jetzt wahrscheinlich nicht anschaffen. Nicht wirklich was dabei, was ich jetzt unbedingt nehmen würde. Mal schauen, was die anderen hier so haben. Aber ich glaube, dass das eher für niedrigere Level interessant ist. Wirklich für uns interessant. Aber Moment, da waren wir ja gerade. Mal schauen, was hast denn du noch so? 10 Stein. Nee, Stein. Also. Für ihn jetzt nicht so interessant. Mal schauen, wie sieht's hier aus? Haben wir vielleicht was Besseres? Eigentlich schon. Na, die Händler haben für uns nichts. Kommen wir da hinten hin? Ne, wir können den Friedhof nicht besuchen. Aber ich habe jetzt mal eine andere Idee. Ich schicke hier noch einen Arbeiter hin zum Abbauen. Weil es mir einfach zu lange dauert mit den sonst Abbauen. Dann besorgen wir uns davon noch einen. Noch eine Druidin. So. Vier Stück. Zitadelle der Weisheit. Ach Gott, den Ausbau haben wir noch gar nicht gemacht. Haben wir die Zwerge schon? Ja. Die Baumwächter auch schon, aber wir haben das hier noch nicht ausgebaut. Ist auch mal interessant. Oh, ich halte mal besser unsere fleißigen Handwerkerchen hier unten an. Damit wir für später eventuell noch ein bisschen übrig haben. Die hier auch. Die müssen auch nicht... Die kriegen auch eine Pause da oben. Hm. Und in der Zwischenzeit bauen wir hier oben mal ein bisschen um. Beziehungsweise wir erweitern. Ach, ich liebe es, diese so in, Gebäude so in der Dreiecksformation zu bauen, dass ich dann immer so die ganzen Einheiten in die Mitte schicken kann. Weiß gar nicht, warum ich das so gern habe, aber naja. Es bringt uns jetzt nicht gerade um. Ja.
Irgendwas sagt mir zwar, dass ich da drüben die Einheiten sehr bald brauchen werde, aber vielleicht noch nicht so bald. Vielleicht kommt vorher noch was anderes. I'm not sure. So, und du spähst für mich mal bitte den Friedhof aus. Adlerauge. Da, da, da. Und ihr baut das da aus. Ihr werdet da vergrößert. Du baust hier noch eins hin. Und da. Es kann nicht schaden, wenn wir unsere Einheitenkapazität etwas... Moment, kriegen wir überhaupt noch was dazu? Ach, ist ja eigentlich egal. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir eventuell unten die Bauernhöfe, die wir unten haben, verlieren werden. Und da wäre es nicht ganz schlecht, wenn wir schon den ein oder anderen Ersatzbauernhof hier oben hätten. So, ihr hört jetzt auch mal auf, hier da so rumzuwurschteln. Ah, hier haben wir noch was davon. 3440, nicht gerade viel, aber... Es muss reichen. So, die Hilfenleutchen gehen jetzt mal nach da oben. Noch einen davon. Silber. Was meint ihr, reicht das? Na, vielleicht davon ein paar spezialisierte Bogenschützen. Wann kriegen wir Zugang zu diesen Generalen? Ich schätze, da machen sie irgendwann mal die Türe auf und wir dürfen dann da rein. So ähnlich war es ja hier unten auch. Schicken wir unseren Speer noch mal ein bisschen rum hier. Mich interessieren diese schwarzen Batzen da, weil hier gehen wir irgendwie auf den Keks. Mag es nicht so gern, wenn wir schwarze Löcher auf der Karte haben. Wie es aussieht, wird das hier heute nur eine Baufolge. Na gut, muss auch mal sein. Den Spruch habe ich wahrscheinlich schon 10.000 Mal mittlerweile gebracht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass einige von euch den nicht mehr hören können. So. Sechs Stück. Genau die benötigte Menge.
So. Ihr konzentriert euch jetzt darauf. Und ich denke, ich beende dann auch die heutige Episode, sobald das Ordenshaus steht. Ausbauen tue ich die fürs Erste nicht. Es ist jetzt wirklich nur so eine Vorsichtsmaßnahme. Falls den anderen Ordenshäusern, die wir hier vorne, also den Ordenshaus, der Elfenfestung und Co., dass die den Häusern und den Sachen, die hier vorne stehen, was passiert. Hm. Vielleicht sollte ich noch auf die 60 aufrunden. Nein, hätten wir, man weiß ja nie. So, das ist da. Das ist ein bisschen daneben, aber macht ja nichts. Sind das jetzt genügend Einheiten? Ich habe keine Ahnung. Aber ich stopp mal unsere fleißigen Handwerkerchen. Und ja, beim nächsten Mal geht's dann wie wahrscheinlich wieder um Mord und Totschlag. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Tor der Schwerter. Eisenfelder. Ha. Da beamen wir uns doch schon mal hin. Damit wir dann das nächste Mal gleich am Tor der Schwerter starten können. Das wird schön nett. Ja. So, und dann bedanke ich mich schon mal bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe sehr, euch hat die heutige Episode gefallen. Daumen nach oben wäre natürlich wie immer ein Traum. Würde mich auch sehr freuen. Also, das ist nur das... Wieso hat ausgerechnet eine Elfenfestung überlebt und der Rest nicht? Naja, egal. Also Daumen nach oben wäre ein Traum, würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, ihr könnt mich auch abonnieren, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Oder bei meinen anderen Projekten vorbeischauen. Was in dem Fall? Naja. Da wird vielleicht noch einiges dazukommen, je nachdem, was mir gerade so Spaß macht. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.